Auf der Bahn 3, da steht der aktuell wohl schnellste Junge an der Elbe, der deutsche Vizemeister über 100 Meter der U20 aus dem vergangenen Jahr. Bronze gab es mit der 4x100 Meter Staffel bei der WM im letzten Jahr vom SC Magdeburg, Thomas Bartel. So, jetzt hat alles geklappt. Thomas Bartel auf der Bahn 3 mit einem richtig guten Start. Der Athlet vom SC Magdeburg, jetzt kommt auf der 4 der Kunde Samuel Poroda. Und Samuel Poroda und Thomas Bartel, das waren die beiden Herren, die da ganz vorne unterwegs gewesen sind. 10,33 Sekunden inoffiziell. Richtig starke Zeit. Ich glaube, atemlos sind die Jungs jetzt nicht. Also ich glaube, das stecken die auch so ganz gut weg, die 100 Meter.